Hallo meine Lieben. Ja, heute gibt es mal keine Kartenlegung mehr, weil heute möchte ich mit euch nämlich mal etwas besprechen. Also, worum es jetzt hier in diesem Video geht, das wird wieder so ein kleiner Wegweiser sein. Und das Thema ist, warum sollte man an sich arbeiten und was bringt es und wie war meine Erfahrung bis dahin? Also, wenn du jetzt so sagst, ich bin glücklich mit dem, wie ich bin oder was ich bin, ne, dann ist dieses Video jetzt nicht für dich bestimmt. Aber wenn du merkst, mein Leben fühlt sich gerade ein bisschen schwer an, ne, fühlt sich gerade so schleppend an und ich habe immer wieder das Gefühl, in einer dunklen Wolke zu sein und immer wieder eine Hürde nach der anderen tragen zu müssen, dann könnte das Video für dich jetzt hier relevant sein. Weil es geht jetzt so darum, warum man manchmal wirklich den Schritt wagen sollte und einfach mal an sich arbeiten sollte. Es heißt damit nicht, dass du jetzt ganz einfach dich verändern sollst, sondern dass du dein Leben einfach zu etwas Besseren machst. Ja, und darum geht es jetzt in diesem Video. Genau. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Ne? Wenn du jetzt wirklich möchtest, bleib da dran. Und wenn nicht, ja, dann bist du hier in einem freien Willen und dann kannst du jederzeit auch gehen. So, meine Lieben, ich habe es mir jetzt mal hier mit einem kleinen Käffchen gemütlich gemacht, um mit euch hier einfach mal ein bisschen Gespräch zu führen, zu reden. Was heißt Gespräch für nicht, aber ne, dass ich euch meine Geschichte einfach mal auch erzähle und warum es halt so wichtig ist, an sich zu arbeiten. Ich habe nämlich heute den Impuls bekommen, das euch hier reingeben zu sollen. Ja, ich soll euch das hier wirklich reingeben, warum es wichtig ist. Also meine Aufgabe ist es heute, euch zu sagen, warum ist es wichtig, an sich zu arbeiten, ne? Andere Leben nicht zu kopieren und seinen eigenen Lebensweg zu gehen. Ja, und meistens ist es ja so, gerade in der heutigen Welt, da wollen alle perfekt sein. Ja, wir leben in einer Welt, wo alle wirklich alles haben wollen, wo alle perfekt sein wollen, ja, wo andere kopieren, ne, obwohl die noch nicht mal den ihren eigenen Lebensweg gegangen ist und ja, und vor allem auch keine Lust haben, sich seinen eigenen Themen zu stellen und an seinen eigenen Themen zu arbeiten. Aber inwieweit ein Mensch eine Lebenserfahrung gemacht hat und zu dem geworden ist, was man heute ist, wissen nämlich ganz, ganz viele Menschen nicht. Warum gibt es denn heute so depressive Menschen, traurige Menschen, die nur einfach durch die Welt steuern? Ja, und warum gibt es dann wieder diesen anderen kleinen Teil Menschen, die strahlen, die einfach wie so eine Sonne strahlen, die einfach leben und einfach in die Welt hinausgehen? Ja, es sind die, die an ihren Themen gearbeitet haben, die, die den Weg gegangen sind und im Einklang mit sich selbst sind für diese Menschen. Ja, für diese Menschen war das Leben auch nicht gerade easy, leicht oder einfach mal Nein zu sagen. Sie haben sich irgendwann gesagt, ich gehe jetzt durch meine eigenen Ängste, ich gehe jetzt durch meine Schatten und auch wenn es noch so dunkle Gesichter gibt oder dunkle Monster oder Schatten, ne, in mir, dann werde ich im Glauben sein, da werde ich ganz einfach im Glauben sein, dass es irgendwo, ja, irgendwo am anderen Ende des Tunnels ein Licht gibt und dieses Licht mir auch helfen wird, ja, dass ich einfach mal dem Universum vertraue. Ja, und genauso war auch mein Weg und ich kann euch jetzt gleich mal mein Beispiel sagen und warum ich heute auch ich selbst bin und obwohl ich niemals im Leben dachte, dahin zu kommen. Ich kann also nicht hier für andere Menschen sprechen, weil ich weil halt jeder Mensch wirklich seinen eigenen persönlichen Weg geht. Ja, aber ich kann euch darüber erzählen, wie ungefähr mein Weg war. Ja, und ja, vielleicht interessiert dich das und vielleicht möchtest du auch gerne wissen, wie mein Weg war und warum ich heute auch so bin, wie ich bin. Okay, dann fange ich mal an. Ich habe mir ja ein bisschen was dazu aufgeschrieben gehabt, ne? Also was, weil ich kriege nicht mehr alles so zusammen, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Und zwar, ja, mein Weg, der war zum Beispiel in den letzten Jahren überhaupt nicht leicht. Auch wenn ich manchmal so strahle, so positiv hier bin auf YouTube, ne, mit den ganzen Kartenlegungen. Ja, wenn ich hier versuche, vielen auf ihrem Weg zu helfen, gab es noch vor etwa, ich sage jetzt mal,
circa 6 bis 7 Jahren Momente und Situationen in meinem Leben, die überhaupt nicht einfach waren. Ja? Als erstens hatte ich ziemlich viele Blockaden, die mit meiner Selbstsicherheit, mein Selbstwertgefühl zu tun hatten. Ich habe mit mir wirklich alles machen lassen. Ich habe mir von Männern sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe das geduldet, dass man mich betrügt, dass man mich belügt, ja? Dass man mich einfach schlecht und nicht gut behandelt. Ja? Und das habe ich halt in den letzten 6, 7 Jahren so über mich ergehen lassen. Ne? Und da waren wirklich einige Verbindungen dazu, also, ja, die ich am liebsten sonst wohin gejagt hätte. Ne? Wäre ich in der Energie von heute, dann hätte ich es womöglich gemacht. Aber gut. Ne? Ja, was kam noch darunter? Darunter kam noch meine extreme Verlustangst, verlassen zu werden. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mich noch zu verhalten hatte und was ich am besten für mich war, was am besten für mich war. Ich war natürlich eifersüchtig ohne Ende, das hat man natürlich auch in meinen Beziehungen gemerkt und wiedergespiegelt. Ich habe in jeder Hinsicht, und das ist jetzt wirklich Highlife aus meinem vergangenen Leben, sage ich jetzt mal so, eine totale Eifersucht, dass mein Freund andere Mädels angucken. Ja, und wisst ihr warum? Weil ich nicht mein Selbstwert war, weil ich immer gedacht habe, andere sind hübscher als ich, ne? Und ja, vielleicht kommt das ja den einen oder anderen vor, ne, also bekannt vor, diese Sache. Ich habe immer gedacht, ja, die haben irgendwas miteinander oder der will was von der oder, ja, und dadurch sind halt auch einige Beziehungen in die Brüche gegangen dadurch, ne. Also mein Leben war in dem Sinne vor 6, 7 Jahren einfach noch depressiv. Ja, ich dachte immer nur, es liegt am Außen, ne? Also, dass irgendwie draußen alle schuld sind, nur die anderen. Aber irgendwann, als sich diese dunkle Wolke über mir nicht mehr aussieht, fing ich dann an, mir zu sagen, dass es jetzt reicht, ne? Dass ich keinen Bock mehr drauf habe auf den ganzen Scheiß und dass ich endlich leben will. Und mit diesem Schalter begann mein wahrer Weg, denn ich hatte jetzt, also ich sage jetzt mal, Vor 3, 4 Jahren hatte ich den Grundstein für diesen Weg gelegt, den ich heute gehe. Ja, und wisst ihr, was das Ziel war, diesen Weg zu gehen? Ganz einfach. Einfach zu mir selber zu stehen, einfach anzufangen, einfach loszugehen. Einfach zu sagen, ich möchte das Dunkle nicht mehr über mir haben. Ich möchte jetzt einfach mal wirklich vorwärts gehen. Ja, es war nicht einfach, dieser Weg. Ja, jetzt, wo ich hier an diesem Weg jetzt angekommen bin, also ich bin noch lange nicht am Ende, ne? Aber jetzt, wo ich so mittendrin bin in diesem Weg, vor 3, 4 Jahren, wo ich angefangen habe, wo ich wirklich angefangen habe, meine tiefsten Ängste und Schatten zu gehen. Und das mag nicht jeder. Wer geht schon gerne in sich rein und erkundet seine tiefsten Dämonen, seine tiefsten Ängste, seine tiefsten Schatten? Und ich merke gerade, wie sich so richtig so mein Kopf gerade so hebt, also ne, wie der gerade so extrem kribbelt. Ne? Das ist so, ja, das ist so einfach noch dieser, man hat das halt noch so zum Teil in sich. Ja, aber ich habe angefangen, wirklich in meine dunkelsten Ängste reinzugucken. Und das getraut sich nicht jeder, das weiß ich. Weil die meisten davor Angst haben. Ne? Die suchen nämlich meistens im Außen und nicht in sich drinne. Also, ich habe angefangen, meine tiefsten Ängste aufzuspüren. Ich habe angefangen, meine Dämonen zu umarmen, anzunehmen. Jedes klitzekleines Ding, was ich irgendwo hinter einer Wand versteckte, zu finden. Ja. Aber eins weiß ich, es hat mich heute dahin gebracht, wo ich halt wirklich bin. Ich habe gelernt, besser mit Ängsten umzugehen, mehr zu vertrauen und vor allem, und der wichtigste Punkt, nicht mehr alles mit mir machen zu lassen. Klar und deutlich meine Meinung zu sagen, Menschen aus meinem Leben zu verabschieden, die mich nicht wirklich würdigen, also die einfach mich scheiße behandeln. Tschüss, Tschüssikowski, ne? Ihr dürft gehen. Also die Menschen, die mich nicht gut behandeln, die dürfen aus meinem Leben rausgehen. Die habe ich aus meinem Leben rausgeschmissen. Und immer wenn ein Mensch in mein Leben kommt oder da ist und irgendwann der Punkt ist, dass mich dieser Mensch nicht gut behandelt, dann sage ich Tschüss. Ne? Weil ich möchte Menschen in meinem Leben, die wirklich zu mir stehen, die mich auch mal unterstützen, mit denen ich lachen kann, mit denen ich weinen kann und mit denen ich halt Dinge erleben kann. Ja? Und alles andere, nee, möchte ich nicht mehr.
Ja. Und dabei ist es aber halt auch immer ganz, ganz wichtig, dass du bei dir bleibst, ja. Ich habe zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, ob dir das dann auch helfen tut, wenn du deinen Weg gehst. Deswegen kann ich nur von meinem Weg erzählen und nicht über anderen ihre Wege. Die können dir das selbst erzählen. Aber mein Weg, ich habe mir ganz viel Selbstaffirmationen angehört. Ich habe meine Wegbekleidung, die ich heute anbiete, da habe ich auch noch mal ja, verschiedene Schritte aufgezählt, ne, die es zu erreichen gibt, wo man nochmal in die Ängste reinguckt, wo man Ängste aufspüren kann und wie man dann anders mit diesen Ängsten umgehen kann. Da habe ich auch einen ganzen Kurs erstellt, raus aus der Angst, rein in die Lebensfreude. Ne? Das findet man auch hier bei mir. Und diese Wegbegleitung halt. Und ja, ich kann einfach heute besser, viel, viel besser mit diesen ganzen Ängsten umgehen. Ich kann mir mehr vertrauen und vor allem, und der wichtigste Punkt, wie schon gesagt, bei mir zu bleiben. Ja? Und als dieser Weg für mich begann, habe ich immer mehr gemerkt, wie ich aufgeblüht bin, wie so eine Blume. Wie so eine Blume. Ne? Und ich habe mich über Blumen draußen gefreut, ich habe Blumen gepflückt, ich habe mich über jeden Schmetterling gefreut, über alles, was ich endlich sehen und entdecken konnte. Ich wollte Dinge erleben, ich wollte das Leben spüren. Ich war immer wieder in so einer Energie von meinen Ängsten vorher gefangen und konnte nichts mehr sehen. Das ist wie wenn man wirklich Scheuklappen auf hatte. Ne? Also so, ich weiß nicht, also der ein oder andere, der den Weg auch gegangen ist, vielleicht nicht denselben, aber so ähnlich, ne, der wird mich da drin bestätigen können. So, ja, auf jeden Fall verändert sich auch automatisch, wenn du deine Themen angehst, verändern sich automatisch auch im Außen die Themen, ja. Dinge, die manchmal echt in meinem Leben genial waren, wo ich dachte, wow, ja, ich will damit nicht sagen, dass alles schlecht und falsch in meinem Leben war, was ich erlebt habe. Ich will damit einfach nur sagen, dass alles zum Leben dazugehört. Was einem widerfahren ist oder widerfahren wird, ja, und ja, was es am Ende macht, das ist dich einfach stärker machen und vor allem zu dir zu stehen und deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, irgendwann sagst du, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ja, irgendwann kommt der Punkt, ne? Und dieser Punkt, der ist entscheidend für deine Lebenswende, sage ich jetzt mal so, wirklich die Wende, ne? Ja, wie gesagt, bei mir war es ein dreijähriger Prozess und ich bin immer noch mittendrin. Zurzeit stelle ich mich noch einer riesengroßen Angst und das ist die Angst vom Zahnarzt, das muss ich wirklich sagen. Ich habe nämlich demnächst auch noch eine Zahn-OP, aber normalerweise hätte ich allen Grund, wieder voll in diesen Ängsten drinne zu sein und reinzuflächen, aber nein. Meine Seele ist mittlerweile so stark geworden, dass mich meine Seele stärkt. Dein Inneres stärkt dich, die da oben stärken dich. Ne? Und einfach durch. Komm, mittendurch, mittendrin statt nur dabei, gell? Also so ungefähr ist das dann. Und ich finde das so genial und einfach so krass, ne, was dabei rauskommt. Das ist wie, stell dir so ein Riesenmonster vor, was vor dir aufgestellt ist und du hast voll die Angst. In dir triggern sich ein Gedanke nach dem nächsten. Und dann kommt dein höheres Selbst, also dein Inneres oder ne, die da oben das Universum sagen dir, ey, egal wie groß das Monster ist, du schaffst das. Ja, du schaffst das, da ganz einfach drüber hinwegzugehen. Mein Gott, dann gehst du halt unten durch. Ne? Du musst ja nicht über das Monster drüber klettern, aber du kannst ja zwischen die Beine durchgehen. Ja, dann bist du nämlich auch auf der anderen Seite. Ne? Und musst noch nicht mal gegen das Monster kämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr eure Ängste umgehen sollt, ne? Sondern dass ihr wirklich in die Tiefe gehen sollt, ja, in eure Tiefe. Und es ist manchmal auch ein schmerzhafter Prozess. Es ist ein Prozess. Und bei mir war es ein dreijähriger Prozess. Und ich bin immer noch, wie gesagt, hier mittendrin. Und in diesem Prozess sind wundervolle Dinge passiert. Ich habe meine Berufung gefunden, von der ich heute lebe. Ich lebe von meiner Berufung hier. Ja, von dem, was ich mache. Und ihr müsst ja nicht das Gleiche dann als Berufung haben. Ja, auf diesem Weg hatte ich zum Beispiel vorher Ayurveda gemacht. Ja, ich war Ayurveda-Therapeutin und dachte, okay, das ist jetzt mein Weg. Aber nein, ich habe meine Seele wirklich geöffnet für den Weg, habe auch das Spirituelle zugelassen, weil damals habe ich meine Spiritualität versteckt. Ne? Ich war zwar so in verschiedenen Gruppen und Themen unterwegs, aber ich habe meine Spiritualität verdeckt. Ich habe meine Gaben verdeckt. Ich habe meine Gaben manchmal so genutzt, ne, in bestimmten privaten Sachen.
Aber dann sind halt immer wieder so Dinge passiert, wo ich sagte, Mensch, ist das denn wirklich das, was ich habe? Na, vielleicht mache ich mir ja irgendwas vor oder so, aber ich habe meine Seele gehört, die wollte raus. Das Spirituelle wollte in mir raus. Ja, ich wollte das Leben. Ich wollte das Leben. Und dann habe ich an irgendeinem Tag vor 2 Jahren wirklich dann den Entschluss gesetzt. Und ja, vor 2 oder 3 Jahren oder 2,5 Jahren, ich weiß es nicht mehr den genauen Zeitraum. Und dann bin ich hier zu YouTube dann gegangen. Ne? Davor hatte ich auch schon meine Berufung gelebt, aber auf eine andere Art und Weise. Aber ja, jetzt wird es immer mehr. Ne? Und ich kann jetzt sagen, ich kann von meiner Berufung leben. Ja, und ich habe früher meine spirituelle Seite nur versteckt, verdeckt und ja, damit niemand irgendetwas Blödes darüber sagen kann, Familie oder Co. Ja, es ist halt so. Heute stehe ich halt zu meiner spirituellen Seite und ganz ehrlich, ist es mir ganz scheißegal, was mir andere sagen, ne? Oder was die von mir denken. Und ja, ich lebe seit ich Kind bin mit diesen Gaben und meine Seele will das ganz einfach endlich rauslassen. Ja. Und ja, das ist halt wichtig, dass ihr euren Weg da wirklich geht, dass ihr den Prozess mitmacht, dass ihr wirklich auf euch achtet, dass ihr nicht immer nur auf andere achtet, was im Außen passiert und was die machen. Vielmehr sollte man wirklich in sich selber reinhorchen und was in sich selber da drinne ist, was geht in dir selber vor. Ja, und da kannst du dir wirklich auch mal 5 bis 10 Minuten am Tag Zeit nehmen, vielleicht auch abends einfach mal die Augen schließen und sagen, was bewegt mich gerade? Was ist gerade in mir los? Viele können nämlich auch nicht mit sich alleine sein, ja, die müssen irgendwie immer abgelenkt sein durch irgendetwas. Ja, aber mal einfach mal ruhig da liegen, einfach mal horchen, okay, was geht gerade in mir selber vor? Was geht gerade in meinem Körper vor? Ne, das können nicht viele. Ja, das, was ich euch heute damit sagen möchte, ist, versteckt euch nicht hinter eurer Wolke oder hinter eurer Wand, wo man über andere schimpft, aber nie auf sich selbst schaut, sondern kommt wirklich ins Tun und Handeln. Und ja, woran merkt man, dass man auf dem richtigen Weg ist? Ja, dass du auf deinem Weg bist. Also, woran merkt man das? Wenn man wirklich im Reinen mit allem ist. Ja, wo man das Leben ganz einfach mal genießt, wo man einfach so wie ich jetzt hier bei euch da sitze, einfach wunderschön mit euch rede, ne, einfach mal meine Perspektive hier zeige, meinen Kaffee mit euch schlürfe, der übrigens wundervoll schmeckt. Und ja, wo man sich nicht ständig über dies und das aufregt oder über die und den aufregt, sondern wo man anfängt, selbst zu verändern und selbst bei sich zu bleiben. Denn das nämlich das ist wirklich Leben. Und wo man dann rausgeht, auch mal in die Natur, einfach mal genießt, wie ich das nämlich jetzt auch gleich mache, egal ob da ein bisschen Regen draußen ist. Und ja, wo man auch mal anfängt, sich unter den Baum zu setzen oder in die Wiese zu legen, einfach mal zu träumen und einfach nur mal denkt oder einfach nur mal fühlt. Das Fühlen ist das Wichtige, nicht das Denken die ganze Zeit, ja, weil das Gedankenkarussell in deinem Kopf, also das ist auch so ein Punkt, ne, der nicht so toll ist, aber einfach mal die Welt zu fühlen, zu entdecken. Es ist, ja, wo man einfach mal denkt, es ist ganz einfach schön hier zu sein. Danke, dass ich da bin. Danke, dass ich lebe. Und danke, dass man dem Universum vertrauen kann. Ja, wo einem immer das geschickt wird, was man wirklich braucht. Na? Ja, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe. Und vielleicht hat dem einen oder anderen dieser kleine Denkanstoß geholfen. Ich möchte damit um keinen Fall triggern. Ja, also sollte sich jemand getriggert fühlt, ach Mensch, jetzt kann ich schon nicht mehr quatschen. Sollte man sich hier getriggert fühlen von dem, was ich sage, ja, dann möchte ich ganz einfach sagen, es ist nicht meine Absicht. Ja. Und ich möchte nur zeigen, wie schön es ist, sich nicht immer nur aufzuregen über alles, sondern dass man einfach mal in die Leichtigkeit kommt, dass man in Leichtigkeit des Seins ist und das Leben einfach zu nehmen, wie es ist. Ja, und einfach das Beste draus zu machen. Ja, und das war meine Intention heute hier bei diesem Video. Und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe, alles Schöne. Und natürlich auch, wenn du dich jetzt in einem Prozess befindest, wo du wirklich auf deinem Weg bist, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft.
Ja, und ja, dann wirklich auch zwischendrin immer mal zu reflektieren, okay, wo stehe ich jetzt und wo will ich überhaupt in meinem Leben hin? Was will ich erreichen? Na? So, mein Lieben, ich wünsche euch noch was und wir hören uns morgen. Ciao.